Und was passiert da mit ihm? فَهُوَ فَعِيشَةِ رَادِيَةٍ. So ist er in einem zufriedenen Leben. Wo? فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. In hohe gelegenen Paradiesgärten. Möge Allah uns zu denjenigen machen, die das Paradies betreten und der Hölle entkommen. Amen. كُتُوفُ هَدَّانِيَةٍ. Wo das Pflückobst herabhängt. Wo du alle Wonnen hast, die du dir überhaupt vorstellen kannst. Stell dir irgendwas vor, Achi. Du kannst Jannah, kannst das Paradies nicht damit vergleichen. Du hast hier irgendwelche Freuden, irgendwelche Wünsche. Achi, an diesem Tag, Achi, es wird alles für dich erfüllt werden. Es ist das beste Leben. Und das nicht für einen Tag, zwei Tage, drei Tage, 100 Jahre. Für Ewigkeit. Allahu Akbar. Allahumma inna nas'aluka al-firdaus al-a'la. Das ist der Lohn, den du hast dafür, dass du Allah dienst. Was ist daran schwer? Was ist daran schwer, Allah zu dienen? Was ist daran schwer? Wenn ich zu dir sage, guck mal, 10.000 Euro kriegst du monatlich, arbeite 4 Stunden täglich für mich. Kein Problem. 4 Stunden? Du arbeitest im Bergbau, arbeitest du 4 Stunden für 10. Ach, noch schlimm, lässt dich foltern 4 Stunden, dass du 10.000 Euro bekommst. Hör mal. Guck mal, was ist das, Achi? Was? Und was hat Allah dir vorgeschrieben? Das Erste, wonach der Mensch am jüngsten Tag gefragt wird, ist das Gebet. As-Salam. War das Gebet gut? Sind die Taten gut, die anderen? War das Gebet schlecht? Sind die anderen Taten auch schlecht? Das heißt, wird gar nicht gesagt, wenn ich betet, kannst du sowieso vergessen, Achi. Das erste Grund für die Leute, die in die Hölle sind, was sie sagen, warum sie in die Hölle gekommen sind, ist nicht, ja, ich habe nicht an Gott geglaubt. Ich habe meine Frau schlecht behandelt. Der erste Grund, den die sagen, ist, was? Lem neku minen musallin. Wir gehören nicht zu denen, die beten. Was sagt Allah im Koran über die Mushrikun? فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Wenn sie Tauba machen, die Mushrikun, und das Gebet verrichten und die Zaka geben, dann sind sie die Brüder mit euch im Glauben. Möge Allah uns zu denjenigen machen, die an dem Gebet festhalten. Das ist die Säule, Achi. Alle Säulen des Islam sind herabgesandt worden. Jibril ist zu Muhammad s.a.w. gegangen. Aber das Gebet, la ilaha illallah, der Prophet s.a.w. ist, um die Pflicht des Gebets zu empfangen, wie in den Himmel aufgezogen worden, hat im Himmel, über dem 7. Himmel, die Gebote bekommen. Kannst du dir das vorstellen, Achi? Und weil das so eine gewaltige Säule ist. Und was ist das Problem, das dich daran hindert, das Gebet zu machen? Ganz einfache Bewegung. Wenn ich zu jemandem sagen würde, ja, lauf Marathon in 3 Stunden, so schafft wahrscheinlich keiner hier. Ja? Oder was weiß ich, mach dreifachen Salto vom Einerbrett, schafft wahrscheinlich auch keiner. Ja? Oder drück 150 Kilo Bankdruck, schafft vielleicht keiner. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der trainiert da 10 Jahre für das, schafft. Aber Gebet ist einfach. Allahu Akbar, einfache Bewegung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Einfache Bewegung. Du musst nicht viel auswendig lernen. Ach, ist das schwer? Wir haben Leute, die haben in einer Woche deutsche Leute, die eine ganz andere Zunge haben, gelernt, wie das Gebet geht. Und glaub mir, hier sind die meisten, die hier sitzen. Ach, wenn ich die Sachen frage vom Gebet, Gebet ungültig. Glaub mir. Eine Sache, ich weiß genau, viele können das nicht hier. Rukn min arkani salah. Eine Säule von Säulen des Gebets. Wer es nicht kann, Gebet ist ungültig. Okay, du hast jetzt gebetet, alhamdulillah, lern es heute, damit du es kannst. Du musst nach dem Tashahhud, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, musst du sagen, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidu majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidu majid. Okay, ich weiß, viele können es nicht, jetzt kannst du lernen, alhamdulillah. Es gibt Bücher dafür, gibt Seiten, haben wir es auf unserer Seite auch? Alhamdulillah, kannst du gucken. Musst du heute lernen, kriegst du inshallah schnell hin. Weil wenn es darum ging, dass du morgen
ein Mädchen kennenlernen könntest, dann würdest du auch lernen, was hat die für Vorlieben, was kannst du für Sprüche bringen, wo kommt die her, wo, was findet die gut und so, wo, welche Musik mag die. Da würdest du alles auswendig lernen, ohne Probleme. Aber die Frage ist, was willst du, was ist dein Ziel? Ist dein Ziel Haram oder ist dein Ziel Jannah? So, das nur mal dazu. Jetzt kenne ich noch einige andere Ausreden, weil unser Ziel ist immer, einige Leute zu treffen, die hier sitzen. Jetzt frage ich dich, was hält dich noch auf das Gebet zu machen? Wir haben einstimmig, ja, die Bewegung ist einfach, oder? Du hast den Fuß kaputt, kein Problem, willst im Sitzen. Du hast keine Beine, egal, sitz im Bett im Liegen. Sitz im Bett. Ja, so wollte ich gerade sagen. So, wir haben gesagt, Gebet kann jeder schaffen. Jetzt kommen wir zur nächsten Sache. Was hält einen noch auf? Der sagt, ja, ich kann doch nicht beten. Ich mache so viele schlechte Taten. Da kann ich doch nicht beten. Hä? Wo steht das? Wer hat das gesagt? Opa, Oma, irgendwie der Nachbar von nebenan oder Haji so und so hat das erzählt. Wir fragen, was sagt Allah und was sagt der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam. Wir fragen nicht, was sagt Karl-Heinz oder was sagt Ahmed oder was sagt Fuad. Wir fragen, was sagt der Prophet, was steht im Koran. Im Koran steht, inna salate tanna anil fahshai wal munkar. Das Gebet hält von den Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten ab. Das heißt, wenn du schlechte Taten machst, du musst deine Seele selber reinigen mit dem Gebet, damit du davon wegkommst. Ansonsten ansonsten wirst du nie damit aufhören. Oder dachtest du, du machst jetzt 40 Jahre weiter und dann kommst du irgendwann zurück? Meinst du, du kannst 40 Jahre ins Meer schwimmen und schwimmst dann zurück? Nein. Genauso wirst du es nicht schaffen. Guck mal, wie viele gesagt haben, ja, ich mache den Disco-Muslim, den Möchtegern-Muslim. Und dann auf einmal sind sie abgesoffen. Wo sind sie gelandet? Im Kuffer. Erschossen worden. Erstochen worden. Im Bett mit der Freundin gestorben. Im Drogenrausch gestorben. Alkoholisiert, im Steuer gegen den Baum gefallen. Schau dir an, wie viele von der Sorte siehst du? Ach, das sind keine Einzelfälle. Das muss dir eine Warnung sein. Du kannst morgen der Nächste sein, dem das passiert. Warum? Weil irgendwann säufst du ab. Der sagt, ich fange mit 40 an, ist wie jemand, der sagt, der ist 200 Meter vom Land entfernt, im Meer. Ja, stell dir vor, du bist im Meer, in deinem Heimatland. Und du sagst, ja, du bist schon einen Kilometer rausgeschwommen und du sagst, ja, ich schwimme noch eine halbe Stunde rein, dann komme ich wieder zurück. Umso tiefer du reinschwimmst, umso schwerer wird es, wieder an Land zu kommen. Umso tiefer du reinschwimmst in die Sünden, umso schwerer wird es, von der Sünde wegzukommen. Deswegen fang heute an. Fang heute an mit dem Gebet. Ach, wer will dich retten? Wer will dich retten, wenn du diese Worte heute hörst und du fängst dich an zu beten? Wer will dich retten vor Allah? Alam ya'tikum nadhir? Was sagen die Leute, die Hüter der Hölle, was sagen die zu denen, die in die Hölle kommen? Alam ya'tikum nadhir? Kam zu euch kein Warner? Was sagen die? Bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in in antum illa fi dalalin kabir. Die sagen, doch, zu uns sind schon Warner gekommen, aber wir haben gesagt, Allah hat nicht herabgesandt, ihr seid doch nur im großen Irrtum. Willst du dazugehören? Willst du dazugehören? Ach, du weißt Bescheid. Was hält dich auf? Du musst anfangen. Nächster Punkt ist, wenn man schon dabei ist, nächstes Beispiel, das ich auch immer bringe, ist, wenn du nicht betest, das Gebet ist die Medizin gegen deine schlechten Taten. Medizin. Das ist etwas, was dein Herz reinigt. Wenn du ein schlechtes Herz hast und du willst damit laufen, du wirst nicht weit laufen können. Du musst erstmal trainieren, bis du weit laufen kannst. Wenn du ein guter Muslim werden willst, dann musst du trainieren, um ein guter Muslim zu werden. Du musst erstmal anfangen zu beten und gute Taten machen, ansonsten wirst du niemals gut werden. Oder meinst du, gehst irgendwann in die Apotheke, nimmst eine Tablette und sagst, aha, cool, heute bin ich 40 Jahre alt geworden, heute fange ich an. Nein, das ist eine Krankheit im Herzen, Achi, was dich davon abhält und Uchti. Das ist das Problem. Jetzt, nächste Ausrede,